Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Da ist ein Fischi drin. Wir gehen jetzt mal ganz kurz schlafen, weil ich ein Level-Up habe. Und dann versuchen wir mal mit dem letzten Fisch vielleicht einen Lachs hinzukriegen. Ich weiß ja nicht. Machen wir ein bisschen Intelligenz, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Okay. Oh. Dreh durch. Alkohol war das, ne? Alkohol, ja. Glasflaschen. Ah. Können wir eigentlich 1 Milliarde Glasflaschen herstellen, oder? Die sind ja nichts wert. Guck mal, wie viel Kristall wir haben. Oh, 50 Glasflaschen, dann passt das schon. 51. Dann machen wir Alkohol. Dann nehmen wir. Wir brauchen mindestens noch 3, würde ich sagen. Ein Feind? Ein einziger? Soll ich mal Eismagie wirken? Nicht so geil. Und nu? Okay, Eismagie. Nicht geil. Blitzschlag. Wobei, wir verwandeln ihn jetzt in einen Frosch. Der Zauber ist fehlgeschlagen. Der Feind hat eine zu starke Gesundheit. Ja gut, dann versuchen wir halt Blitzschlag. Yeah, und noch einer. Und jetzt wirst du in einen Frosch verwandelt. Bin voll der Fälle, dass ich noch mal einen brauche. Man weiß ja nie, ne? Froschschenkel oder so. Der Koch. Oh, perfektes Timing, Bro. Okay, kein Kätzchen. Ich dachte, du hast Larven. Ach doch, da. Gott sei Dank. Also irgendwas Neues für mich? Nö. Bald ist es Zeit für das große Quido-Dwe-Fest, bei dem wir unsere Häuser abwerfen. Einmal im Jahr werden wir grünen Quidos rosa. Warum das denn? So zeigen wir den Quido-Damen, dass wir bereit sind. Bereit? Du bist ja noch ein Kind, aber manchmal vergesse ich das. Könntest du mir ein paar Krabbenscheren besorgen? Ja, natürlich. Ich muss meine Kochkünste unter Beweis stellen und Krabben machen sie einfach verrückt. Wo soll ich den jetzt herbekommen? Wo soll ich den herbekommen? Sehe ich aus wie Jesus oder was? Weißt du, und Arco, der sagt einfach ja. Der hat keine Ahnung, wo er es herbekommen soll, aber er sagt erstmal ja. Ich würde sagen, du dich. Keine Ahnung, wo ich die herbekommen soll. Was ja auch die Wahrheit ist. Weiß es nicht. Noller Barsch. Davon habe ich schon 10 Stück. So, stimmt. Kometen sind runtergekommen mittlerweile. Ein Meteorit. Hat einen Samen ausgeworfen. Irgendwas Großartiges, Neues, was ich noch nicht gesehen habe, vielleicht? Nein. Dieses Mal vielleicht? Nö.
Schade. Ja gut, Krabben. Ich überlege. Wo könnte man Krabben herbekommen? Der ist doch gerade weg. Da, er ist weg. Als wenn sie dich beklauen, wenn du da reingehst, ne? So. Oh, ich habe nicht mehr viele Kristalle. Livik. So, wenn wir schon mal hier sind. Du sollst hier nichts kaputt hacken. Wenn die Hacke irgendwann alles one-hittet, ne? Habe ich ein Problem. Dann gehen mir so schnell die Bäume flöten. So schnell kann ich gar nicht gucken. So, du kannst auch weg. Vielleicht kriegt man deswegen die Axt erst sehr spät. Wenn man sonst sein ganzes Zuhause vernichtet. Du siehst doch gut aus. Zumindest habe ich einen Erfolg bekommen, Fischer. Aber ihr könntet mir ruhig die richtigen Fische geben. Die, die ich brauche. Dann könnte ich auch die Wolle holen, die ich vergessen habe. Die ich schon längst holen können. So, wo ist der Pilz? Oh, Feinde. Bist du etwa eine Krabbe, mein Freund? Bei Pokémon ist Blitz gut gegen Wasser. Naja. Da ist der Hammer besser. War so klar! Aber zwei Stück. Oh, das dauert ewig. Und Hühnchen, ey. Hier, lass mich in Ruhe. Jetzt muss ich ewig darauf warten, dass die angreifen. Hat Madame eine neue Quest für mich? Irgendwie, kommt der Pirat sehr, sehr selten. Und ich habe vergessen, den Timer zu starten. Dann war er wieder klar. Ich will mir sicher sein, dass du weißt, wie man den Zauber richtig einsetzt. Bring mir drei Frösche, die durch den Zauber verwandelt wurden. Okay, Fischi. Weißt du was? Wir machen jetzt eine kleine Apokalypse. Wo sind meine Chickens? Gib mir Chicken Wings. Kann ich die Blätter hier verbrennen? Nein. Chicken Wing! Irgendwann werde ich sie brauchen und dann habe ich ganz, ganz viele davon, wenn sie mir auf den Sack gehen. Ich laufe genau auf sie zu. Zack. Hey. Zack. Zack. Weißt du, und dann laufen sie dir auch noch zu dir. Das Essen läuft einfach in deine Arme. Wenn wir noch Chickens, die aufs Maul wollen. Dich fackel ich ab, Kleiner. Wo bist du? Da bist du. Du kannst mir nicht entkommen. Oh, verdammt. Du kannst mir doch entkommen. Ja, lauf mir hinterher. Brenne, Chicken, brenne. Oh, das ist so bitter, weißt du, du schläfst ein und du wachst einfach nicht mehr auf, weil irgend so ein Penner dich verbrannt hat. Ah, clean. So wünsche ich mir das. Gut, mittlerweile ein Fisch da. Nee. Wie das? Die sind wie Ratten. Die Hühnchen sind wie Ratten. Ich fasse es nicht.
So, nehmen wir noch ein paar Samen mit. Ein neuer Fischi. Gib mir doch einen Lachs. Ich will doch nur einen Lachs haben. Was ist daran so schwer? Ich warte, bis die Kleinen größer geworden sind. Da sind keine Fische drin. Die sind alle getötet. Lebe damit. Mal sehen. Ich denke, das wird die Hauptquest am Ende sein. Der kommt auch irgendwie nicht mehr. Ich würde es geil finden, wenn ich die einzeln rufen könnte. Gut, die kann man jetzt nicht rufen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel die so lange rufen, bis sie kommt, ne? Komm, hab Heuschnupfen. Schade. Hast du vielleicht einen Auftrag? Ja, bring mich rüber. Ich mach die Wolle fertig. Wenn man das Wasser nur gießen könnte, damit die Fische schneller wachsen. Das wäre zumindest auch logisch, dass man das könnte. Ist auch rein theoretisch. So. Und ich nehme die Larven auch noch mit. Man weiß ja nie, ne? Gut, lass uns zurück. Dann machen wir uns jetzt zumindest diesen weißen Umhang fertig, dass wir cool aussehen. Vielleicht hat die Troller dann auch eine neue Mission für uns. Wer weiß. Wieso parkst du eigentlich jedes Mal hier? Du magst meine Schafe, oder? Jetzt bin ich der weiße Prinz. Was auch immer das bringt. Aber ich bin jetzt weiß. Max. Aber wir haben fast alles erlernt, ne? Einige Speisen fehlen noch. Ein Zaubertrank fehlt noch. Ups, ich hab geschlafen. Naja, was soll's. Ja, jetzt bin ich als Dank natürlich am Verhungern. Eine Pilzsuppe. Und noch eine. So. Wie sieht's aus? Kriege ich jetzt endlich meinen Fisch? Ist immer noch die Nacks nachgewachsen. Unfassbar. Nein, ich hätte die Frösche mitnehmen können, als ich drüben war, ne? Ich bin so blöd. Jetzt kommt auch noch ein Meteorit. Da ist noch ein Hühnchen. Geschickt an allen Pflanzen vorbeigehen. Okay, dann verwandeln wir jetzt erstmal ein paar Frösche. Verbrauche ich halt nochmal ein Benzin, ist ja egal. Ich habe mehr als genug. Umhang für den Prinz des Windes. Kein Heuschnupfen? Sehr schön. Was für ein schöner Umhang. Jetzt siehst du aus wie ein echter Prinz des Windes. Vielen Dank. Die Sternpatrouille hat Fortschritte bei der Untersuchung von Kleinplaneten gemacht. Anscheinend gibt es eine alte Ergänzung, die die Geschichte von einem der Prinzen erzählt. Wir haben zwei Seiten der Geschichte gefunden. Ich habe ein paar weitere Seiten. Mal sehen. Das ist eine interessante Geschichte, aber wir brauchen den Rest der Seiten, um zu verstehen, was passiert ist. Ich werde versuchen, alle zu finden. Super, das würde uns helfen, die Untersuchung abzuschließen. Weißer Magier als Erfolg erhalten. Na gut, wir haben neue Seiten bekommen. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern.
Und er sammelte die hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt. Ich werde dir Macht geben. Ich dachte, sie hat mir Seiten gegeben. Willst du mich verarschen? Hat sie doch gerade gesagt, oder? Ich habe gerade gesehen, dass da ein Fisch drin war. Egal. Egal. Ich lebe damit. So. Erstmal Frosch. Genau, schwäche ihn. So, und jetzt greift dieses Ding an. Okay, wir haben genug. Seit wann hast du einen Zopf? Hatte sie nicht offene Haare? Seit wann hat sie Zöpfe? Ist mir neu. Okay. Ich habe deine Froschis. Du haust ab. Oder ich hole die dazu. Ein Kommen und Gehen hier. Ein Kommen und Gehen. Du hast den letzten Auftrag nicht be... Verwandle drei Monster in Frösche und bring sie zu Lily. Ich habe drei Frösche. Bitte sei ein Lachs. Mann! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich wünsche mir Lachs. Hast du einen Lachszauber für mich parat? Geil. Einfach geil. Ich fühle mich von dem Spiel ein bisschen verarscht. Aber gut, wir machen das einfach so. Ich warte auf den nächsten Besuch. Feinde. Ah, eine Krabbe. Kann ich zwar nicht in Frösche verwandeln, aber egal. So müsste ich eigentlich alles für mein Krabbenzeug parat haben, ne? Weil theoretisch. Sehr schön. Ja, ich habe die Krabben. Fehlt nur noch Fischi? Das heißt, der Koch kann rein theoretisch schon kommen. Das ist nicht der Koch. Oh, der ist getarnt. Hat er sich erstmal als Pflanze getarnt. So, dann können wir das hier direkt mal ernten. So, letzte Melonen. Falls sie nicht verbrennen. Ja gut, auch wenn sie verbrennen, letzte Melonen. Und hier ist wieder ein Fischi drin. Komm schon. Ja! Ja!
Endlich! Geilo. Gib mir Sushi. So. Dann holen wir nochmal sie her. Ach ja. Es regnet. Das geht natürlich nicht. Kannst du nicht machen. Sie würde ja im Regen schmelzen, deswegen kannst du sie nicht rufen. Ach, gut. Wie sieht es mit euch aus? 28 Sekunden. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ihr mir Wolle gebt, aber egal. Ich habe ja jetzt meine Aufgabe erfüllt. Der kam echt nicht mehr lange. Na, vielleicht kommt er später erst. Zur anderen Mission. Wer weiß. Kann es jetzt mal aufhören zu regnen? Ich schiebe die Wolken einfach weg. Weg mit euch, Wolken. Ich wurde random getroffen? Ist das dein Ernst? Das ist ein Kack. Hallo? Kommt da vielleicht gleich was anderes? Ich rufe die hier einfach nochmal. Da kommt nichts. Irgendwas passiert hier doch. Ich gehe mal kurz schlafen. Ich habe sowieso kaum noch Energie. Wenn da gleich irgendwas passiert, dann sollte ich ausgeruht sein. Was ist hier los? Ich kann keinen rufen, aber niemand kommt. Hab ich was verpasst? Gut, dann warten wir halt. Jetzt kommt sie. Natürlich habe ich den Auftrag beendet. Ich habe Frösche. Quakende Viecher. Naja. Soll sie erstmal verschwinden, dann rufe ich halt die andere. Und dann reisen wir runter, geben das Sushi ab und freuen uns, dass wir die Quest beendet haben. Habe ich doch beendet, oder? Ich habe das Sushi. Da ist kein Haken. Ich habe zwar 3 Frösche, aber ich habe ja erst 2 verwandelt, nachdem sie mir den Auftrag gegeben hat. Oder es muss hier auf diesem Planeten sein. Das ist auch möglich. Ihr habt hier noch ein bisschen Stroh, meine Lieben. Haarwuchsmittel. Ah, nee, bekomme ich nicht. Glaube ich nicht. Obwohl hier noch einer fehlt. Wer weiß. So, kann sie jetzt mal weggehen? Ich wünschte, es gibt eine Option, sie einfach sofort wegzuschicken. Muss man nicht so lange warten. Okay, dann möchte ich jetzt, sie hier haben. Ja, vielleicht kommt der Pirat nicht, weil ich ständig irgendwelche rufe. Und somit die Sequenz immer beendet wird für ihn. Hey. Lass uns rübergehen. Ein letztes Mal vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall muss ich ein paar Leute, noch in Frösche verwandeln. Und dann gucken, ob die Quest beendet ist. So. Wir haben Abendessen mitgebracht, Umi. Gott sei Dank, Hute ist gerade gekommen. Hallo, Freunde, ich wusste nicht, dass ihr auch zum Essen kommt. Nein, wir wollten gerade gehen. Lassen wir die beiden in Ruhe ihre Streitigkeiten lösen. Abgeschlossen?
Abgeschlossen, sehr schön. Dann wäre das damit beendet. Greif sie an! Frosch. Jetzt habe ich's. Ich will nichts in einen Frosch verwandeln. Hey, da ist doch nichts zum Angreifen. Wollte das Raumschiff verwandeln. Du bist jetzt ein Riesenraumschiff-Frosch. Oh, hat nicht funktioniert. Warum wohl? Okay, dann kannst du dich jetzt auch verziehen. Dich brauche ich erstmal nicht. Dann rufe ich die Troller gleich herbei und dann haben wir die nächste Quest beendet. Tada! Mit meinem neuen Zauber ist es einfach, die kleinen Frösche zu schnappen, Lilly. Super, ich fühle die große Kraft des Kristalls in dir fließen. Dein Prinzenherz und das Herz von Dailan schlagen im Gleichtakt. Jetzt kannst du zwei neue Gebete am Altar verwenden. Das Regen- und das Kristallgebet. Vielen Dank, Lilly, du hast mir wirklich viel beigebracht. Bin ich jetzt durch mit dir? Tatsächlich. Ja cool, jetzt muss ich nicht mehr runterscrollen, das sind die letzten. Gut, die brauche ich jetzt auch nicht mehr rufen. Ein Regen. Hibiskus. Gib mir mal die Samen. Okay, Gebet. Regen tritt häufiger und ohne Blitzschlag ein. Kristall ist leichter zu finden und Meteoriten fallen häufiger. Brauche ich alles eigentlich nicht. Ich habe alles en masse, Freunde. Alles en masse. So, dann heißt das eigentlich nur noch auf die anderen Besucher warten, ne? Und deren Quest erledigen. Gut, aber das wird erst ab morgen stattfinden. Morgen in einer neuen Folge beenden wir die nächsten Aufträge. Der Zauberer ist ja fast beendet. Ich weiß nicht, wie viel Quest der noch hat. Und die wird dann zum Schluss wahrscheinlich da sein. Haut rein, euer Zero. Tschüss.